Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Oh Mann, ich habe echt keinen Bock mehr gerade. Ich weiß nicht, wie oft versucht hier reinzukommen und dabei die Aufnahme zu starten. Und immer ist es so, dass ich, wenn ich gerade das Spiel betreten habe und ich hier quasi die Aufnahmetaste drücke, dass mir das Spiel abschmiert. So, jetzt habe ich das gerade etwas eher gemacht. Das hatte ich vorher auch schon eher gemacht. Da bin ich aber wohl gerade im Wechsel zu diesem Menü hier, zu diesem Bild gewesen. Das hat nicht so geklappt und jetzt habe ich es extra mal eher gemacht. Da müsst ihr jetzt mit leben. Aber so seht ihr wenigstens, dass es eine neue Aufnahmesession ist. So, ich habe gesagt, wir machen heute was mit diesem Bäumchen da. So, auf geht's. Kleiner Scherz. Natürlich fällen wir es nicht. Ist doch ganz klar. Ich brauche Kerzen. Wo sind Kerzen? Da sind Kerzen und... Ich versuch's mal mit 6. So, die können wir schon mal scrappen. Und hops. Oder auch nicht. So, und dann machen wir mal hier ein schönes Bäumchen draus. Ich weiß es nur nicht, ob der noch wächst, aber glaube ja nicht, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Die Frage, dass ich hier nicht reinfalle. Die ist nämlich schon kommen. Dass ich da reinfalle. Dann machen wir da unten auch mal eine dran, ne? Achso, da war ich ja gerade. Ah, doch, das geht auch. Na gut, das sieht jetzt nicht so toll aus, aber... Ich hätte gerne noch ein bisschen höher, was... Ich sehe von hier echt gar nichts gerade, ne? Bin ich hier denn richtig? Ja, hier bin ich richtig. Da zum Beispiel, da ist noch ein Platz. Oh, da hängt ja schon eine. Da oben komm ich nicht, kann ich nichts dran machen, ne? Ja, hätte ich da noch raus. Aber ich will da noch eine reinsetzen. Ja, komm schon. Müsste doch dran gehen. Ne, da will ich sie nicht dran haben. Da hängt ja schon eine. Geht nur auf dieser Höhe. Höher geht nicht mehr. Nee. Ah, doch. Ah, cool. Okay. Sieht zwar jetzt nicht so toll aus, glaube ich, da drin. Wie gesagt, höher geht es leider nicht mehr. Schade drum, eigentlich. Eigentlich schade drum. Machen wir hier schon mal direkt weiter mit dem Scrappen. Das ist ja das Zeug, was ich quasi immer herstelle, wenn ich zwischen den Aufnahmen mich einlogge. Da haben wir ein potenzielles Opfer hier. Wo ist der hin? Ist der da reingegangen? Der ist ins Haus gegangen. Nennt sich das jetzt Hausbesetzung oder was? Hey, Dicker. Sauerei, sowas. Ja, kommt jemand? Nee. Gut. Mal von hier gucken. Ja, fällt jetzt natürlich noch nicht auf, ne? Ich glaube, dass das eher... wo will ich gar nicht hin? Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich hier reingegangen bin. Ich glaube, dass das eher was ist, wenn man das nachts so von der Nähe sieht. Mach's mal aus. Ja, da unten sieht man die Kerzen halt, ne? Es ist schade, dass ich die nicht höher kriege. Schade.
Die gehen immer Fackeln. Mit Stoff brauche ich dafür. Habe ich den Stoff am Mann? Nein. Vielleicht hängen wir da mal ein paar Fackeln rein. Eine Ebene höher. Vielleicht sieht das dann besser aus. Das weg. Doch, Stoff war das. Doch, es war zwei. Mehr kann man ja immer noch machen, wenn man will. Ne? So ist der Nummer nicht. Aber ich glaube, die Fackeln haben nicht besonders viel mehr Licht, ne? Ah, sieht schon ganz gut aus. Kann ich nichts sagen. Das ist gleich flupp und ich bin unten drin. Ja, doch. Kann man machen. Wobei ich die nicht dahin setzen würde, sondern ich komme Zombie und ich erschreck mich. Dahin würde ich die setzen. Einfach nur mal um. Candle. 7 geht noch. Okay, machen wir 2. Geht doch flott. So. Das fällt zwar jetzt so nicht direkt auf, aber hat von unten noch so ein kleines indirektes Licht, finde ich. Okay, so, wie sieht denn aus? Wo ist denn hier noch oben ein Platz? Gehen wir mal hier hoch. Da ist die Mitte. 5. Da könnte ich, glaube ich, eine hinsetzen, ne? Da so. Ja, müsste gehen. So, dahin. Ja nicht, macht er nicht. Da kann ich. Ist runtergefallen? Sieht danach aus, dass die runtergefallen ist, oder? Da klebt auf jeden Fall so ein Ding. Pass mal auf, dann mach ich das anders. Ja, flackert irgendwas. Ich glaube, die Fackeln sind hier in der Höhe da besser. Huch. Weil die doch etwas mehr Licht bringen, glaube ich, ne? Ist das da eine Fackel? Jo, das sieht aus wie eine Fackel. Egal. Bleibt. So, eine Kerze habe ich noch. Mal gucken, wo noch ein bisschen mehr Licht hin könnte. Hier oben vielleicht. Ja. Versuchen wir es mal von hier. Ja, da müssen wir jetzt mit durch, aber ne, es ist ja bald wieder Weihnachten und ich möchte den Weihnachtsbaum schon mal schmücken. Ach, da unten. Das werdet ihr sicherlich verstehen. Okay, so. Ja. Bisschen hell. Ja, oben ein bisschen dunkel. Zu Hause? Da. Ja. Eigentlich würde ich den oben noch gerne ein bisschen beleuchten. Aber ich komme da nicht hoch. Also zumindest nicht mit den Fackeln. Aber ich finde, es hat auch sowas, oder? Gut, der Schall wird verstört jetzt. Der da, der hier vorne auf der Säule ist.
Aber ich denke mal, da wird jemand ganz zufrieden sein mit der Leistung, oder? Sehe ich das falsch, Lou? So. Dann habe ich das auch. Weihnachten kann quasi kommen. Die Ralfs Schatzkarte. Da werde ich jetzt erstmal gucken, ob wir die schon können. Claude haben wir hier und Stefan haben wir hier. Ah, okay. Dann ist die doch letztes Mal nicht wegge... Ah, okay. Ach nee, ich habe ja so eine Dingens gelesen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ich esse mir jetzt mal ein Stu. Dann heile ich mich damit schnell auf. So, wo ist denn der Schatz auf der Karte? Mal gucken wir mal, ob wir den finden. Immer weiter weg, ja? Da ist er. Oh, das geht ja noch. Da waren wir noch nicht. Da können wir noch mal hinfahren. Dann fahren wir auf dem Weg beim Händler vorbei und holen den Schatz ab. Und Stefans Karte, wo ist die? Die ist da unten. Wo ist das? Ach, das ist da oben. Ah. Gut, dann war so direkt, waren wir da auch noch nicht. Dann fahren wir erst hier hin, holen den Schatz ab, fahren dann wieder runter, fahren beim Händler vorbei. Schatz holen, einladen, Händler, Schatz holen. Und der andere Schatz ist halt, Claudes Schatz ist halt am Arsch der Welt, ne? Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Der ist hier oben und da fahre ich mal nicht so einfach hin. Der ist noch in der Nähe, der ist dann aufgrund des Gewässers hier etwas beschissen zu erreichen. Und halt auf dieses Gewässer und dieses zerstörte Biom ist das halt ein bisschen beschissen zu erreichen. Aber ich denke mal, das geht so. Gut, dann packe ich die Schaufel ein. Wo ist sie? Da. Oh, eine Stahlschaufel. 590er. Klasse, wo haben wir die denn her? Aber ich gehe auf Nummer sicher. Man weiß ja nie. Hey, 201 Wellness. Klasse. So. Das Döschen. Und das. Da ist noch Brot drin. Quatsch da. Ich nehme mal 5 Brote mit. 5 Brote? Heißt das so? Ja, wie auch immer. So. Gut. Und dann habe ich Sprit im Auto noch. Wert 10. 999. Stimmt, ich hatte ja ein bisschen Sprit im Auto. Okay, das kann ich jetzt mitnehmen. Das bleibt auch alles. Okay, Waypoint ist da oben beim Schatz. Genau. Dann auf geht's, würde ich sagen. Halt. Moment. Wenn schon mit Knüppel, oder? Dann heben wir jetzt mal eben den Schatz da oben. Wahrscheinlich werde ich hier gleich noch ein paar Zombies anlocken. Hier oben dürfte noch irgendwie Respawn oder sowas sein. Wieso bin ich nicht überrascht? Naja. Geht ja noch. So, ich finde das Spiel ein bisschen leise. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, was ich... Ach ja, ich war ja wieder mit Discord angemeldet. Ja, müssen wir mal gucken, ob das passt. Also das Echo von den letzten Folgen habe ich auf jeden Fall draußen. Ich hoffe es zumindest. Ich habe extra noch eine Probeaufnahme mal gemacht. Das Echo dürfte draußen sein. Falls nicht, sagt es mir bitte. Da müsst ihr halt nur ein paar Folgen jetzt damit leben. Also bei mir ist das Echo halt draußen. Gefühlt zumindest ist das Echo draußen.
ein Holz. Für das eine Holz habe ich es angehalten. Das hat sich ja echt gelohnt. Wie gesagt, das Echo ist bei mir draußen und ich halt überhole mich, dass das Echo bei mir draußen ist. Ja, das Echo ist bei mir draußen. Wie oft will ich es noch sagen? Das Echo ist bei mir draußen. Also bei mir ist das Echo draußen. Ne? Falls du es noch nicht wusstest, das Echo ist bei mir draußen. So, und der Zombie will nicht hinterherkommen. Alles gut. Dann habe ich ja. Oh, ein Hirsch. Bitte? Echt jetzt? Das kann ich. Wie viel Glück hat denn so ein Hirsch? Ach, weißt du was? Dann mach doch. Blödes Vieh. Bleib stehen. Echt, ey, du schießt jetzt dreimal am Hirsch vorbei und zack, ab in den Kaktus das nächste Mal. Es ist. Habe ich jetzt Erde aufgenommen? Nein. Gut. Ich wollte schon gerade sagen. So, einmal, das kommt da rein und das kommt nach vorne. Was? Oh, ich habe jetzt gedacht, meine Lampe ist kaputt. So, hier irgendwo dürfte dann aber auch gleich der Schatz sein, wenn ich mich irre, aber. Zumindest will ich hoffen, dass er hier ist. Da war ja einer. Huch! Habe ich jetzt platt gefangen oder nicht? Sag mal, nur mal so rein Interesse halber. Ich sehe hier nichts. Hat ihr das nicht mitgekriegt? Da oben. Da. Oben. Da ist, glaube ich, jemand. Ich bin der festen Meinung, dass hier gerade irgendwo ein Huhn verendet ist. Ah, hallo. Wieso machst du immer den blöden Schlenker? Blödes Teil. Die laufen auch nicht mehr so wie die. Mal erwartet, ne? So Schnurstrauß auf dich zu und so. Nö, kurz vorher machen sie mal noch einen Abstecher. Ja gut, hier ist Korn, aber Korn brauche ich jetzt nicht. Da sieht aus wie Kohle. Oh ja, das ist Kohle. Kein Huhn? Okay. Zwei. Komm, wir zählen alle mit. Ja. Wir zählen alle mit, ob es wirklich 7 Schläge sind. Und? Waren es 7 Schläge? Ich denke mal, ne? Ich bin viel zu weit abgetrieben für den Schatz. Ich habe gedacht, der Schatz wäre hier. Okay, das Huhn ist dann wahrscheinlich verschütt. Zumindest finde ich es nicht mehr. Hallo? Dass dann, wenn man dahinter steht, dass man das nicht, dass man sich nicht direkt draufsetzen kann. Das geht mir echt auf den Sack. Du musst neben. Ich meine, man kann doch von hinten auf den Sattel hüpfen. Mit so einem kleinen Schwung, weißt du, so hops und zack ist man drauf, weißt du? Nö. In diesem Spiel geht's nicht. Ist überall Wasser, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ist gut. Wenn man zum falschen Schatz fährt, ne? Jetzt sehe ich es gerade. Ich fahre zu dem Schatz. Aber eigentlich muss ich dahin. Ja, ist okay.
Ist okay. Ich bin heute ein bisschen dusselig, glaube ich. So, jetzt machen wir es aber richtig. Einmal quer wieder drüber und dann sind wir auch gleich da. Hier steht ordentlich Mais rum immer. Sollten wir nochmal irgendwann Mais brauchen, hier steht welcher rum. Echt jetzt. Und wieder rauf. Ich finde das so ulkig, dass die Körper hier runterpurzeln, aber die Leichen dann doch da liegen, wo sie gestorben sind. Oh Mann. Den habe ich gar nicht gesehen, den Zombie. Erst als wir drüber gefahren sind. Da ist ein Hirsch. Das ist mein Hirsch. Sie verarschen? Wie schnell bist du da oben, ey? Komm hier. Ja gut, okay, genauso schnell wie ich wahrscheinlich. Ja, genauso schnell bin ich wieder unten mit gebrochenen Beinen, ne? Alter Falter, ey. So. Denn wir haben ja immer noch diese Stack Party Challenge. Ach komm. Und da gibt es ja wieder Skillpunkte für, wenn wir die fertig haben. Und ich glaube, ich habe zu Hause noch eine, wenn ich nicht irre. Aber die kann man dann später nochmal lernen. Da fahre ich aber diesmal hin. Hier? So. Wow, direkt fast drauf gefahren. So, die Zombies rennen aktuell nicht mehr. Haha, kleiner Scherz. Es ist ja jetzt Tag. Na, wo ist er denn, der Dicke? Wie kommt er so schnell da hoch? Aufgeschissen. Ach, ich bin mir sicher, dass es der Schatzbewacher ist, den ich hier antreffe gleich, den ich hier besiegen muss. Das war's schon. Ging auch schnell. So, was haben wir denn da noch? Ein Chicken, ein Pig und ein Bär. Das ist toll, wenn ich das Deutschen aussprechen, ne? Finde ich auch. Der gräbt mir den Schatz aus. Seht ihr das? Da ist der Schatz. An der Stelle sagt er mir. Hier musst du suchen. Komm ich da nicht hin? Anscheinend komme ich da nicht hin. Dann fahren wir hin. Komme ich hier nicht rauf? So, stehe ich jetzt nicht. Gestunt, das war ja klar. So, wo hat er hier gebuddelt? Hier ist doch gar nichts zum Buddeln, mein Freund. Ah, Schatz. Minibike. Minibike, Schatz, Schatz, Minibike. Komm. Oh, ich sehe schon wieder kommen, wo er liegt. Da unten ist ein Huhn. Und ich habe die Nähe gar nicht dabei. Deshalb lasse ich leben. Okay. Ich bin vorbei. Genau. Okay, hier irgendwo muss der Schatz liegen. Ich bin gespannt. So. Und ich würde persönlich vorschlagen, den Schatz hier, den bergen bei der nächsten Folge. Huch. Ich komme jetzt nur erstmal
Ich mache schon mal die Vorbereitung hier. Und dann sehen wir uns quasi. Hier ist es, ne? Ja. Dann sehen wir uns quasi morgen wieder. Wenn wir denn dann den Schatz ausbuddeln und gucken, ob wir, was wir da drin haben. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssi.